So, ihr Lieben, hier zeige ich euch mal, wie ihr euch solche schönen zuckersüßen Gläser machen könnt. Ja, ich hatte Slow-Mo an. Darum ist es etwas langsam. Aber ich habe es schon etwas schneller gespult. Von daher, wie ihr seht, aus ganz normalen Einweggläsern und sonstiges könnt ihr das machen. Alles, was ihr so findet. Bei Action und Co. gibt es sowas alles. So, ihr Hasen, ich will mal so ein wunderschönes Lichtglas mit euch basteln. Ich habe damit mal schon angefangen, aber das ist ganz einfach erklärt. Entweder holt ihr euch, die gibt es bei Action und so, überall diese Gläser. Oder ihr nehmt, findet ihr auch bei Teddy, bei Thomas Phillips und überall, gibt es auch diese Einmachgläser mit dem Bügel, die gehen genauso gut dafür. Und dann nehmt ihr einfach hier diese Paketband, wickelt das immer schön rum und macht das mit Heißkleber fest. Halt, da ist noch ein Stückchen. Das ist ein Schniebel. So. Diese kleinen Ranken hier, die gibt es momentan überall zu kaufen. Und dann ist da einfach eine Lichterkette drin. Nur habt da folgende Wahl. Ihr könnt entweder, ihr wisst ja, ich mache ja auch diese Glasbausteine, euch von unten ein Loch reinfräsen. So habe ich hier die Lichterkette drin. Dann kann man das nämlich schön überall anhängen. Man kann aber auch was anderes machen. Was ich total cool finde, ich habe beides jetzt genommen als Kombination. Das ist hier natürlich ganz normaler Kunstschnee, den kippt da drin. Dann packt er einfach die Ranke hier im Kreis drin. Das war's schon. Also das. Ne? Ich habe hier diese Dinger entdeckt. Die gibt es bei. Oh Gott, was blendet denn jetzt hier so? Warte mal. Ist das besser? Ja. Hier, das sind so eine kleinen LED-Klebepads. Seht ihr das? Die habe ich im Vierer-Set bei NKD für 3 Euro noch was gekauft. Gibt es auch online. Gibt es auch überall schon im 1-Euro-Shop und so. Habe ich die Dinger auch gesehen. Ich finde die total klasse. Die haben hier hinten sind die zwei Lämpchen drin. Und dann hier dieser Schnippel zum Rausziehen. Dadurch wird der dann aktiviert. Und dann könnt ihr zu ja auch mit Blinkte anmachen oder ganz normale Beleuchtung anmachen. Alles möglich. Auf meiner Flasche hier war so ein Korken drauf. Und da habe ich mir das Teil hinten ran geklüppelt. Einfach hier beidseitig das Klebeband und dann ruf. Und dann kann man nämlich, zeig euch mal, Vorführeffekt, wisst ihr? Dann drückt ihr einfach hier ruf. So, dann habt ihr entweder den Blinkeffekt oder so. Und wir wollen so. Meine viele sagen jetzt, muss ich das Licht anmachen? Ja, eine Kerze muss ich auch anmachen. Ein Lichtschalter muss ich auch anmachen. So. Und dann könnt ihr das hier hinsetzen. Kriegt mal, dann habt ihr schon ein ganz cooles Leuchtglas. Ich kann auch von unten die Lichterkette anmachen. Warte mal. So. Wenn ich jetzt rausmachen würde, wartet mal das Licht. Dann seht ihr mal, wie hell das so ist. Natürlich auch schön aus. Aber wie gesagt, jeder hat einen Glasschneider. Jeder kann das nicht von unten ranmachen. Also von daher ist diese Variante natürlich auch ideal. Finde ich zum Beispiel. Weil wie gesagt, 3,99 für 4 so eine Leuchtpads. Das ist ein guter Kurs. Und von den LED verbraucht ihr ganz wenig. Ihr braucht keine Batterien, die nicht nachklappeln könnte, aber die Möglichkeit habt ihr. Wartet mal, ich mach mal das Licht wieder an. So. Ganz simpel, ganz einfach. Mach mal das Licht wieder aus. So. Seht ihr? Wie gesagt, einfach hier zurecht geschnippelt. Ja, ich hab's jetzt nicht perfekt geschnitten. Ich kann die perfekt schneiden. Und dann einfach rein. Ihr könnt die natürlich, man kann die auch anders kleben. Die haben hier auch ein Klebeband natürlich dran. Ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Glas oder was habt, wo das exakt drauf passt, dann könnt ihr natürlich das Teilchen so raufkleben. So, wenn ihr jetzt sagt, ich kriege jetzt sowas, ne? Wie ihr sagt, ihr könnt ja auch diese ganz normalen Einweggläser nehmen, diese Einmachgläser mit so diesem Deckel drauf, mit diesem Glasdeckel. Da könnt ihr so ein Teilchen, gibt mir das, ist schön flach, oben ruf setzen. Ganz normal von oben ruf. Und dann macht er was Schönes darauf. Geht auch super. Zum Beispiel habe ich hier, ich zeige euch gleich mal was. Ich habe mir Kockpapier gekauft. Natürlich schweineteuer. Ist von Folia. Da sind echt nur 3 Blätterchen drin. Selbstklebendes Kockpapier. Ist natürlich cool. Man kann es bemalen. Man kann alles damit machen. Aber als Alternative sage ich euch mal, bei Action, Teddy und so, gibt es 1,20 Meter auf der Rolle.
ist auch genau das gleiche in grün. Nee, in braun. Und ja, kostet 1 Euro und ein bisschen. Ja, braucht ihr hier keine 6, 7 Euro für 3 so eine Blätterchen bezahlen. Vor allem, ihr habt da weit mehr von. Das ist hier ein ganz einfacher DIN A4 Blatt. Guckt mal. Da sind 3 Varianten drin. Das ist immer Pappe. Das ist immer so ein grober Kork. Dann ist hier dieser Kork. Und den hier habe ich schon was ausgeschnitten. Eine Silhouette. Hat gerade mit einem Plotter gemacht. So. Die will ich euch nämlich zeigen, die will ich da anbringen. Koffet jeder gut. Ja, wie ihr sagt, ich glaube, ich habe so 7, 8 Euro für diese 3 Blättchen bezahlt. Fand ich persönlich ganz schön viel. So. Ja, und dann hatte ich mir gestern so ein paar Haussilhouetten dafür gemacht, weil die ja um das Gläschen rum sollten. Dann habe ich eben aus Vinylfolie mir das geschnitten. Dachte, die pink, Mensch, mit dem Korkdeckel. Dann halt mir das, aber das wird für was anderes, das zeige ich euch nachher. Dann gibt es von Orafol natürlich diese glitzernde Glasfolie. Die ist total cool. Die könnt ihr auch hier mit dieser, mit der Sissix, mit der Stanze, mit bis ich weit, könnt ihr das ausstanzen. So. Ich habe mir das jetzt aus Kork geplottet. Diese Silhouette. Weil ich hier jetzt keine Übertragungsfolie sonst habe, ist ja das selbstklebende Papier, kann ich mir dann die Fenster und Türchen so noch ransetzen. Kann ich machen. Wenn ich will. Und dann versuche ich mal, der liegt jetzt. Kicken hier so ein bisschen aufpacken. Ja, raufgeklöppelt kriege. Schauen wir mal. So. Wie gesagt, ist selbstklebend. Steht drauf. Wenn das nicht hinhaut mit dem selbstklebenden Korkpapier, ja, dann nehme ich eben das geplotterte aus Vinyl. Das ist mir dann auch schnurzpipial. Wenn ich schon sehe, wie das abgeht, nehme ich auch schon wieder satt. Dann habt ihr schon alle Weihnachtseinkäufe erledigt, ihr Lieben. Ach, wir lassen uns da ja nicht dran. Wir sind diesmal gut. Wir haben schon die Jolka-Staude zu stehen, sprich Tanne. Also nicht in der Schuhe, sondern... Ah, da ist es. Sondern im Jatten. Da ist es, da ist es. Ja, Klebefläche und ich sind nie immer gute Freunde. Kleber und ich an sich nie. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir das halbwegs ordentlich abkriegen. Also kleben tut es. Auch da, wo es nicht soll. So. Mach das mal hier neben. Ihr wisst ja, was ich hier treibe, oder? Einige wieder sagen, ich sehe das nicht. Ich mache einfach bloß ab. Ich mache nur ab. Ich mache nur ab. So. So, ab haben wir schon mal. Und jetzt werde ich das rangeklebt kriegen. Alter, eine Finger klebt das schon wie Huf. So. So. Ich fange mal an mit dem Tannenbäumchen. Ist ja immer nur so die Sache, auf rund kleben ist auch ja nicht so einfach. Aber für euch probiert das ja nicht mal aus, ob das geht. Wie gesagt, wenn nicht geht, abmachen können wir das immer noch. So. Unser Kaminchen. Sieht soweit schon mal ganz gut aus. Wenn ihr jetzt hier mal so eine kleine Stelle habt, das mag bei Vinyl auch, dann müsst ihr jetzt nicht das ganze Ding weghauen. Schneidet er einfach. Einfach eine kleine Ecke da ein. So. Und setzt es einfach Stück für Stück aneinander. So. Dann fällt es nämlich ja nicht mehr auf. Schon ein bisschen tricksen, ne? Manchmal. Nö, hat sich gut geklebt, muss ich sagen. Also. Kann ich nicht meckern.
die mich noch stört. Kommt noch ab. So. Das fetzt schon mal. Ach, ich muss ja noch die Fenster hinsetzen. Wartet. Meine Lieben, sieht das nicht cool aus? Fensterchen und Türchen sind drinne. Und das ist nicht bloß für Weihnachten, das kann man so die ganze Winterzeit nämlich stehen lassen. Und wie gesagt, ihr könnt das aus einem ganz normalen Einmachglas machen. Holt euch einfach ein Korkpapier. Ihr könnt das auch rufmalen. Diese, sag mal, Glasstifte gehen ja auch dafür, diese Porzellanstifte und alles soweit. Zuckersüß, oder?